ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Die Schminkfee-Kanal. Mein Name ist Christine und ich bin die Schminkfee. Und heute möchte ich euch einen kleinen Beauty-Haul zeigen. Also seid gespannt und bleibt dran. Vorab muss ich noch sagen, dass ich total erkältet bin. Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen nasal klinge. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, Videos für euch zu machen. Als erstes habe ich diese Palette von Essence gekauft. Das ist die Palette Get Picture Ready. Und diese Palette habt ihr schon in dem Video gesehen, wo mich die Adriana geschminkt hat. Das Video verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox. Und das ist so eine Palette mit 7 verschiedenen Farben, von den hellen bis zu den dunklen Tönen. Und die finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich habe die heute auch auf meinem Auge. Und ich habe diesen Ton hier verwendet. Und die Palette ist sowohl für den Tag als auch für den Abend super geeignet. Als nächstes habe ich ebenfalls von Essence so eine Strobing Cream gekauft. Die ist super, super gut und setzt wirklich Highlights da, wo Highlights gesetzt werden sollen. Und die ist super schön cremig und ich finde die sehr, sehr gut, weil ich musste die natürlich sofort testen. Und das Ganze heißt Essence Midnight Maskerade. Ebenfalls aus der Serie Essence Get Picture Ready habe ich dieses Puder gekauft. Und das ist ein Pore Refining Powder in der Farbe 10 Selfie Finish. Und das muss ich sagen, ist sehr, sehr gut. Ich habe hier auch schon so eine Puderquaste drin und trage dieses Puder damit auf. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das Puder auch heute drauf. Dann war ich bei H&M und habe mir einen neuen Lidschatten gekauft. Das ist die Farbe Paradise Lost. Und der hat 5,99 € gekostet. Und jetzt zeige ich euch mal den Farbton. Und das ist ein wunderschöner, bräunlicher Farbton, der so ein bisschen ins Rosé geht. Und der ist super, super schön und sehr edel, gerade für tagsüber. Dann habe ich mir diesen Lipgloss gekauft, der Gossama Lip Stain. Von H&M ebenfalls. Und diesen habe ich heute drauf gemacht und ich muss sagen, wow, der ist ganz schön dunkel. Also ich habe gedacht, das ist so ein wirklich elegantes, schönes, dunkles Rot. Und de facto ist es ein bisschen gruselig. Also mir persönlich ist die Farbe ein bisschen zu dunkel. Also ich hätte eher gedacht, dass das so ein schönes, dunkles Rot ist. Und das ist in der Farbe Leading Lady. Also mir persönlich ist der Lipgloss ein bisschen zu dunkel. Ich finde es nicht schlecht so für Fasching oder so oder Halloween-Zeit, aber jetzt finde ich es wirklich ein bisschen zu dunkel. Aber schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie euch dieser Lipgloss an mir gefällt. Das würde mich auch mal interessieren. Dann habe ich diese Allround Contouring Palette von Catrice gekauft. Und da sind 5 Farben drin. Und diese Palette ist halt eher so cremig. Und ich persönlich bin halt eher so der Puder-Fan. Aber ich bin mal gespannt und werde diese in einem der nächsten Videos sicher für euch ausprobieren. Als nächstes habe ich eine Rouge-Palette von Catrice gekauft. Da habe ich 3 verschiedene Rouge-Töne drin. Diese Palette seht ihr ebenfalls in dem Video, wo mich Adriana schminkt. Wie gesagt, da findet ihr auch das Video dazu in der Infobox. Und die Töne sind wirklich sehr schön, sehr natürlich, nicht zu doll, also wirklich sehr ideal für den Tag. Und ich denke, da ist für jede Frau eine Farbe dabei. Und das ist die Farbe 20 Coral Eye Need. Dann habe ich mir noch so einen dunkel-lilanen Eyeshadow gekauft, ebenfalls von Essence. Und der Name ist Midnight Maskerade. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, den werde ich aber demnächst unbedingt testen. Und das ist die Farbe 03 Wishing You Were Here. Dann habe ich ein wunderschönes Highlighter-Set entdeckt. Und zwar ist das von Rival de Loop und das ist wirklich wunderschön. Die Töne sind sehr, sehr schön. Der hellste Ton ist so ein bisschen goldig und die anderen Töne sind eher ein helleres Braun und ein dunkleres Braun. Und die sind wirklich ideal zum Highlighten und auch Konturieren. Und diese Palette kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Dann habe ich nach so einem Rosé-Lidschatten gesucht und habe erst keinen ordentlichen gefunden. Und dieser hier, den finde ich wirklich sehr gut pigmentiert. Und das ist der Maybelline Color Tattoo 24 Hours. Und die Farbe ist wirklich wunderschön. Und hier seht ihr auch schon, wie die Farbe wirkt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Roséton.
Dann habe ich so einen Eyebrow-Styler gefunden. Und zwar ist der von Altera Naturkosmetik in der Farbe 01 Light. Das bisschen, muss ich sagen, ist ein bisschen groß. Aber man kann damit trotzdem gut die Augenbrauen zurechtlegen. Und deswegen finde ich diesen Eyebrow-Styler sehr, sehr gut. Dann habe ich noch ein Mascara gekauft von P2. Und zwar ist das der High Impact Mascara und der ist wirklich super, super schön. Und der hat wirklich ein ganz, ganz tolles Bürstchen und das erinnert mich so ein bisschen an den Mascara von Benefit, They Are Real. Und dieser hier kostet aber knapp 3 Euro und der von Benefit liegt bei knapp 30 Euro. Und dementsprechend kann ich euch den von P2 definitiv empfehlen. Was auch wichtig ist, dass man ab und zu sein Make-up-Schwämmchen wechselt. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir doch jetzt mal den von Real Techniques, weil der so angepriesen wurde. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der dann wirklich ist. Und ich werde euch dann auf jeden Fall berichten, wie es sich mit diesem Schwamm arbeiten lässt. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen bei Rituals eingekauft. Da habe ich einmal das Ritual of Sakura, das ist ein Badeschaum. Und dieser Badeschaum riecht sehr, sehr süß, aber ich stehe ja total auf süß. Und deswegen musste ich den unbedingt haben. Und als zweites habe ich noch eine Handcreme gekauft. Das ist ebenfalls die Rituals of Sakura Handcreme. Und da ist ganz, ganz wichtig, die hat einen Lichtschutzfaktor 15 mit drin. Das sollte man nämlich nicht verachten, denn die Hände altern auch. Und gerade durch die UVA- und UVB-Strahlen kann der Alterungsprozess schneller voranschreiten. Deswegen fand ich eine Handcreme mit Lichtschutzfaktor eine sehr, sehr tolle Idee und daher habe ich dieses Produkt auch gekauft. So ihr Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht getan hat, sollte auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und sage Tschüss und bis bald.